Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight, heute von der Lilien Schenke. Und ich freue mich, dass drei Kuttenträger hier mit dabei sind. Das ist der Christian, der Kalli und der Torben. Gude! Gude! Und ihr seid nicht nur, sagen wir mal, normale Kuttenträger, ihr seid jetzt quasi noch mal mehr zugehörig zueinander, denn ihr habt ja den ersten Kutten-Fanclub von Lilien und beziehungsweise ersten offiziellen, vielleicht gab es ja früher schon mal. Christian, du bist derjenige, der das so ein bisschen initiiert hat. Ja, genau. Und kannst ja mal ein bisschen erzählen. Ich glaube, seit Dezember gibt es euch vergangenen Jahres. Also ich habe das erstmal halt in Kalli letztes Jahr angesprochen gehabt, wie er es finden würde, sich ein bisschen zu organisieren im Stadion, weil wir ja als Kundenträger alle so ein bisschen verteilt sind im Stadion. Da hat er gemeint gehabt, das wäre eine ganz gute Idee. Also habe ich mich dann letztes Jahr auf den Weg gemacht gehabt, jeden Kundenträger im Stadion anzuschwätzen. Habe gesagt gehabt, hier, wie schaut es denn aus? Wollen wir uns ein bisschen organisieren? Einfach, dass wir wieder als Gruppe geschlossen auftreten im Stadion und zeigen, dass wir da sind. Genau, und dementsprechend haben wir dann im Dezember eine WhatsApp-Gruppe gegründet gehabt, wo dann wir alle drin sind. Haben uns da ausgetauscht gehabt und uns dann entschieden, im Februar den Kutten-Fanclub zu gründen. Also hatte ich es eben falsch gesagt, im Dezember habt ihr euch nochmal erstmal organisiert, aber offiziell gibt es euch seit Februar. Das wollen wir natürlich festhalten, genau. So viel Zeit muss sein. Kalli, du bist ja einer derjenigen, also ich meine, wir kennen uns schon seit ich so bin, ja? Du bist so geblieben. Ich bin auch ein bisschen gewachsen. Ja, ich weiß, ich bin ja aufgewachsen in Großmann. Ja, alles klar. Aber die Kutte war natürlich, ich meine, ist mit dir untrennbar verbunden. Ja, ja, du bist einer derjenigen, der so bekannt dafür ist, der das schätzt. Ja, was bedeutet dir das, dass du jetzt hier Mitstreiter gefunden hast, wo ihr das nochmal öffentlicher quasi macht? Ich muss da ein bisschen ausholen. Das war vor 2-3 Jahren. Da habe ich gemerkt, dass in Darmstadt plötzlich was geht. Ja, ich habe da im Thema Kutten. Ich habe auf einmal mehr und mehr Kutten in Darmstadt gesehen. Das hat auch schon mit dem alten F-Block schon angefangen. Da sind auf einmal mehr und mehr Kutten aufgetaucht. Das waren zwar nur 2 oder 3 oder 4 Stück, aber da habe ich gemerkt, da geht was. Ja, und, aber ich bin nie auf den Gedanken gekommen, jetzt einen Kutten-Fanclub aufzumachen. Aber ich habe gemerkt, die Leute interessieren sich wieder für das Kleidungsstück, beziehungsweise so, ja, rumzulaufen wie ich, ja, stolz zu sein auf den Verein und das dann auch blau-weiß-mäßig zu zeigen. Der eine oder andere, der hat halt immer ein Trikot angehabt, aber es gab halt Leute, die haben gesagt, jetzt will ich das auch, wie der Kalli das macht, jetzt nehme ich mir eine Jeansweste, knall mir da Aufnäher drauf, so wie der Kalli, und zeigt, dass ich SV Darmstadt 98 Fan bin. Ja, super. Torben, bei dir, mit Verlaub, deine sieht noch, also sieht ziemlich modern aus. Ja, so modern, noch jungfräulich, kann man fast sagen. Ne? Genau. Ja. Genau, ja, die hat noch nicht so viele Spiele gesehen, tatsächlich. Noch nicht so viel Jubelbiere abgekriegt. Beim letzten, beim letzten Heimspiel gegen Aue doch einige, auf jeden Fall. Also da hat sie das erste Mal leiden dürfen. Ich hab gleich mitgerissen. Oder sich freuen, je nachdem. Oder sich freuen halt, ne? Wie man halt, ja, wie man es möchte, ja, genau. Nee, die ist natürlich noch ziemlich neu, richtig, aber die Inspiration kam auch ursprünglich durch den Kalli halt. Ne? Also ja. Ich bin vor 21 Jahren das erste Mal im Stadion gewesen und da habe ich zum ersten Mal auch einen Kalli gesehen, ja, und fand ich schon immer geil mehr, halt. Ne? Ja? Ja, ja, genau. Ja, mit mir. Das ist einfach eine Institution. Wird auch mal Zeit, dass du hier mal mit in der Lilien Insight-Folge drin bist. Ja, Kalli, ich weiß, du bist ja auch schon ganz heiß auf die Tassen, die gibt es nachher, keine Sorge. Keine Sorge. Nee, was ich eigentlich zu den Kunden, zu diesen beiden Kunden oder überhaupt zu unseren Kunden in unserem Fanclub jetzt mal sagen möchte, es sind ja nicht nur die Aufnäher. Ja, weil der Torben jetzt gesagt hat, sie ist noch jungfräulich. In ein paar Jahren eine Kutte wäschst du nicht, weil in einer Kutte hängen nicht nur die Aufnäher, sondern auch die Erinnerungen. Das ist das Bier, das verschüttet werden ist beim Torschrei. Das ist der Schweiß, wo du loslässt, wenn das Spiel spannend ist. Es sind diese Gerüche, die auch in der Kutte hängen. Deshalb, ich warne jeden Kutte. Ein Kutte wäscht man nicht. Genau. Ja, also Vorsicht. Das sieht mir deiner vielleicht auch an, die steht auch allein, oder? Mittlerweile. Ja, ja, also wenn ich mal meinen. Und darauf, du hast, ich habe da, bin da gefragt worden, was ist dein Lieblingsaufnäher? Da muss ich mich jetzt für die Kamera mal rumdrehen. Das ist nämlich mein großer Aufnäher. Das ist der letzte F-Block-Aufnäher, den es in Darmstadt gibt. Den kriegt man nicht mehr. Und den F-Block selbst gibt es ja nicht mehr. Unsere alte Heimat. Was ich sehr, sehr traurig finde. Und deshalb trage ich diesen Aufnäher umso stolzer. Ja, toll.
wirklich. Also ich meine, also auch Respekt, Christian, bei dir ist ja auch noch die Hose mit dabei. Genau. Hast du auch noch ohne Hose in dem? Also das ist nur noch das Logo. Irgendwann hat es halt angefangen zu werden, dass der Platz eng wird und da macht man sich Gedanken, weil es gibt auch mittlerweile, sieht man auch in der Kundenszene, dass es halt Mäntel gibt, was mir persönlich nicht gefallen hat. Deswegen habe ich mich entschieden, dann halt eine Hose dann zu machen. Ja. Und wie man sieht, ist sie auch recht cool geworden. Absolut. Also ich meine, ihr fallt ja auf jeden Fall auf. Ihr seid auf der Gegengrade, da habe ich euer Banner auch schon gesehen. Genau. Ja? Was mich jetzt mal interessieren würde, das wissen vielleicht einige auch nicht so, ja, die Kutten mit den Aufnähern, okay, aber da steckt ja irgendwo auch eine, sagen wir mal, Fußballfan-Philosophie dahinter. Torben, ich glaube, ihr seid jetzt in Düsseldorf, habt ihr euch auch mit anderen Kunden von der Fortuna getroffen? Genau, und ich glaube, das ist eher die Regel als die Ausnahme, dass man da einfach irgendwie ein spezielles Verhältnis untereinander hat. Kannst du das mal beschreiben? Also klar, Rivalität, aber auf eine freundliche Art und Weise? Ganz genau so ist es, genau. Wir haben zwar eine Rivalität, wir sind halt verschiedene Vereine und sind Anhänger unseres Vereins, aber trotzdem sind wir halt in der Sache getrennt, aber umgekehrt. Nee, wir sind in den Farben getrennt. In den Farben getrennt und in der Sache vereint. So. Genau. Und das ist auch unser Credo, was wir verfolgen. Ja, wir sagen ganz klar, wir sind alle von einem Schlag und versuchen, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Und es gibt halt relativ wenige noch, wenn man so will. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, da auch eine Freundschaft zu pflegen. Ja. Passt halt irgendwie, finde ich, auch wieder zu unserem Verein. Das ist so oldschool, ne? Ich meine, früher, Kalli, korrigiere mich, als du noch jünger warst, da gab es viel mehr Kutten, das hast du ja eben auch schon gesagt. Nur dann wurde es, glaube ich, mit dem Aufkommen so ein bisschen der Ultrakultur ein bisschen weniger. Dann war es halt cooler, sagen wir mal, ultramäßig unterwegs zu sein für die Jüngeren. Also da kam wenig Kutte nach. Aber jetzt haben wir wieder, ich meine, hier hängen ja auch ein paar, jetzt haben wir auch wieder kleine Kutte am Start. Ja. Ja, also Nachwuchs kommt so langsam wieder. Ich finde es richtig klasse, was der Chris da veranstaltet. Jawohl. Mit seinen zwei kleinen Kindern. Ja, wenn ich die Kinder sehe und habe ihre Kutten an, ich bin da richtig warmherzig stolz drauf. Ja, also ich hätte noch zwei kleine Kinder. Meine Kinder sind mittlerweile aus dem rausgewachsen. Und ich finde das richtig klasse. Ja, aber nochmal was dazu zu sagen, von wegen, wie die Kutten aussehen. Du siehst ja meine, du siehst den beiden ihre. Ich habe noch die alte Mentalität von wegen Anti-Aufnäher. Ja. Das war früher einfach so gewesen. Ja. Du hast nicht nur Vereinsaufnäher drauf gehabt, du hast auch Anti-Aufnäher gehabt. Das sieht man und beim Torben hier aber auch, ne? Ja. So ein Waldhof, Eintracht, OFC sehe ich da. Ganz genau. Ich habe halt noch ein paar mehr drauf. Ja. Ja. Und wie gesagt, gehört ja irgendwo auch dazu. Also ich, wir sehen auch netter. Ja, alles auf einer respektvollen Art und Weise, aber immerhin sind wir ja immer noch Gegner auf dem Spielfeld. Ganz genau, ganz genau. Darum geht's. So, ja. Genau. Aber man sagt einfach, es geht um Kampf um den Ball und nicht Kampf zwischen den Fans, wo einfach sagen, die 90 Minuten auf Platz zählen, da können auch ein paar dumme Sprüche kommen oder sonst irgendwas, aber davor oder danach kann man sich einfach auch mit den gegnerischen Fans treffen, ein Bierchen trinken, sich über Fußball unterhalten und einfach Spaß haben. Ja, ihr habt mir im Vorfeld ein Foto gezeigt. Ich glaube, das blenden wir jetzt gerade auch mal ein. Da sieht man eine Lilienkutte. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch es ist. Arm in Arm. Du mit einem OFC und einer Eintracht-Kutte. Da würden jetzt viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, habt ihr sie noch alle? Aber das ist genau der Geist, den ihr lebt. Ja? Genau. Dass man sich in die Augen schauen kann und auch sagen kann, hier, heute haben wir euch aber mal den Arsch versohlt. Du gibst die Runde, oder was? Genau, so schaut's aus. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel auf Facebook haben wir eine Facebook-Gruppe, Kundenträger mit Tradition, habe ich auch hier das T-Shirt an. Da sind wir mittlerweile über 1300 Leute, sind 60 Vereine vertreten von ganz Deutschland und es geht alles sehr respektvoll untereinander um. Und deswegen haben wir dann auch gesagt gehabt, wird es dieses Jahr das erste offizielle Kundentreffen geben, wo 26 Vereine teilnehmen. Mit knapp 250 Leuten. Wo macht ihr das? In Würzburg. In Würzburg? Okay, naja. Cool. Schon mal viel Spaß. Dankeschön. Also ich meine, wenn es zu später Stunde, habt ihr dann nur noch die Kunden an irgendwann? Oder? Na, schauen wir mal, was da passiert. Ja, also ich habe sowas noch nie, ernsthaft noch nie erlebt. Ja, ich freue mich auf diesen 10. bis 12.06.
Und, das ist ja schon bald, ja? Genau. Wir freuen uns da drauf und ich freue mich auf die anderen Kunden. Und da wird es so. Das ist schon lustig, diese Vorstellung. Tut mir leid, das ist einfach zu geil. 1300 Verrückte, sag ich mal, die da zusammenkommen. Das ist ja überragend. Ja. Also wird es so weit gehen, dass du auch mal eine andere Kutte anprobierst oder bleibt die schon. Also wenn ich es machen sollte, dann ohne Foto auf jeden Fall, weil nein, wenn dann nur meine Kutte natürlich. Ja, klar. Aber klar, ist geil. Ich meine, allein, dass überhaupt es noch so viele Menschen gibt, die da diese Tradition noch irgendwie verfolgen und da Bock drauf haben, habe ich selber auch gar nicht gewusst. Ja, also kam ich durch den Christian erst drauf, der mich da ein bisschen so reingeführt hat in die Materie. Und es ist einfach schön zu sehen halt, ne? Dass es so ein harmonisches Miteinander ist, trotzdem man halt einfach verschiedenen Vereinen angehörig ist. Ja. Einfach gut. Ja, und man braucht die Menschen halt auch, weil an Aufnäher zu kommen, ist halt auch einfach katastrophal. Ja, wenn man nicht jemanden kennt, der jemanden kennt, dann hat man nachher eine Kutte mit 3 Aufnähern und das war's. Und da bin ich einfach dankbar auch dafür, auch an Christian, dass er da halt echt so viel Zeit reinsteckt und so viel Energie, dass er das möglich macht, dass jeder, der eine Kutte haben möchte, also nochmal Werbung halt auch für die Menschen, die ja Bock haben, sich eine Kutte machen zu wollen. Ja, kein Problem, sprecht uns an, kommt auf uns zu, schreibt uns an, kein Thema. Ihr braucht nur eine Jeansweste, eine Jeansjacke, keine Ahnung. Den Rest kriegen wir geregelt. Cool, kein cool. Thema. Aber das ist auch ein Aufruf an unsere Fanclubs zum Beispiel, auch wieder Aufnäher zu machen, so wie früher. Weil eine Kutte erzählt auch die Geschichte. Da sind Aufnäher von 70er Jahren bis heute drauf. Und auch wenn Fanclub nicht mehr existiert, lebt er auf der Kutte weiter. Deswegen sage ich einfach einmal an die Fanclubs, macht Aufnäher. Wir nehmen euch vorneweg einige an Aufnähern ab. Und es erzählt auch unsere Vereinsgeschichte wieder. Und auch an den Verein. Von Vereinen wünschen wir uns genauso, dass der Verein auch in Zukunft wieder Aufnäher auf den Markt bringt. Einfach damit auch diejenigen, die sich neu eine Kutte machen wollen, Material da ist, weil davon leben wir. Haben wir hiermit gesagt. Eine letzte Frage, bevor wir zu den Tassen und schon zum Ende kommen noch. Wie sind denn die Reaktionen von den Leuten, die euch sehen? Gerade wenn man euch zusammen sieht, ihr seid ja schon auffällig. Torben, wie ist das? Am Anfang war es so ein bisschen, man wurde angeschaut, teilweise belächelt auch. Ja. Mittlerweile ist es so, dass man schon die Reaktion spürt, ja, irgendwie cool, das hat was, das hat nicht jeder. Ne? Und man wird auch gefragt, so, ja, wie kamst du daran, wie hast du das gemacht und so. Und man kommt auch mit Menschen ins Gespräch, die früher mal eine Kutte hatten und jetzt irgendwie so aufblühen und sagen, ey, geil, dass es es wieder gibt. Macht weiter so. Ja, genau. Cool. Also die Reaktionen sind immer, ja, wir fallen auf, das ist auch unser Ziel natürlich, ja. Und ja, das kommt gut an insgesamt. Super, toll. Ja, und das ist das, was ich praktisch 1997, 98 erlebt habe, als die Lilien leider Gottes in die Oberliga abgestiegen sind. Ich bin dann mit meiner Kutte in die Oberliga gegangen und viele Fans vom SV Darmstadt 98 haben zu mir gesagt, hey, was will denn der da mit seiner Kutte, will er angeben, was ist er dann nun überhaupt? Und ich muss dazu sagen, ich habe einen schweren Kampf hinter mir. Ja, ich habe mich durchgesetzt und ich habe meine Kutte immer angehabt und heute sagen die Leute, lass bloß den Kalli in Ruhe, das ist unsere Legende, der hat schon als Baby getragen, sagen die Leute teilweise, ja, und deshalb bin ich stolz drauf, Kuttenträger zu sein. So, und guck, wohin das geführt hat. Ganz toll, genau. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ihr habt jetzt, was, 14 Dankeschön. Mitglieder und 2 Kinder? 16 Mitglieder. 14, also wir haben mit 6 angefangen, 6 Kuttenträgern und 2 Kindern und sind jetzt bei 14 plus 2 Kinder, genau. Und eine Kuttenträgerin haben wir auch dabei. Ganz toll, herzlich quasi willkommen. Wenn ihr bei 98 Mitgliedern seid, machen wir eine Jubiläumsfolge. Und so, darf ich mal bitten, das weiterzugeben. Dankeschön. Hier, die Tassen. So, dir der Torben. Vielen Dank. Jawohl. Kalli, da ist sie. Und auch für vielen dich. Dank. Ihr Leute, herzlichen Dank, ja, dass ihr euch die Zeit genommen aber habt. Aber du bekommst natürlich auch was von uns. Ich weiß nicht, wo der Torben das jetzt hat. Oder da drüber. Uiuiui. Kommst du dran? Ja, irgendwie klappt es. Natürlich haben wir auch für dich unseren Kunden-Fanclub-Aufnäher mitgebracht. Ach, das ist ja toll. Genau. Dankeschön. Das, nee, also. Geil, super, der kriegt einen Ehrenplatz bei mir. Ich guck mal, wo ich es unterkriege. Und ja, gut, vielleicht ist es ja auch der Auftakt zu einer sehr großen Jeansliebe. Genau. Schauen wir mal. Ja? Also alles Gute euch, herzlichen Dank. Danke, dass wir sein durften. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal einen riesen Respekt für die Kutten. Ja, ganz tolle Sache. Und ihr habt ja gesehen, die sind richtig cool.
kommt doch gerne mal mit denen ins Gespräch. Also, wir sehen uns alle am Bölle. Nochmal alles raushauen für unser Team. Ja, bis dahin. Gut und ciao. Euer Colin.